Also, ich fange jetzt einfach mal an. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Ich gehe mal davon aus, so zwischen 18 und 27. Kann das sein? Haut das hin? Oder? Ja. Oder habe ich da eine falsche Einschätzung? Doch, das könnte schon. Ihr sagt gar nichts. Das sind Sie zu alt. Ich frage deshalb, weil in der Phase eures Lebens, also als ich so alt war wie ihr, da habe ich noch figürlich gearbeitet. Also ich habe mich besonders Landschaften, Stillleben, auch Porträts, Figuren interessiert und ich habe daraus auch Bilder entwickelt. Und als ich so 26, 27, 28 Jahre alt war, das immer stärker zur Landschaft hin entwickelt. Und wir kommen jetzt also hier zusammen, weil ich euch diese frühen Landschaftszeichnungen nochmal ganz kurz zeigen möchte, bevor dann der große Sprung in die Abstraktion für mich stattfand. Diese Ausstellung beinhaltet insgesamt fast 5 Jahrzehnte, das ist zwar nicht ganz, also ich sag mal 45 Jahre Malerei von mir findet hier statt, aber nur stichwortartig. Ich konnte nicht genügend, es war nicht genug Platz da, um mich wirklich breit auszubreiten. Ich habe aber bestimmte Facetten meiner Arbeit hervorgehoben und das werdet ihr auch im Laufe des Abends noch nachvollziehen können. Nach vielen Jahren der figürlichen Vorgehensweise und Interpretationsversuche nicht mehr ausgereicht und ich habe einen radikalen Schritt gemacht, indem ich ein figürliches Bild dann irgendwann, weil es mir zu assoziationsreich war, an ganz bestimmte Landschaften, habe ich das einfach mit grauer Farbe zugemalt. Und ich wollte von der Assoziation weg. Also ich wollte nicht mehr Himmel, Busch, Haus und so weiter, sondern ich wollte mit das, was ja das Wesentliche für mich war, ist eigentlich etwas, was außerhalb des Gegenstandes liegt. Diese Arbeiten, die sind, ich glaube, 68 entstanden. Also die Endphase. Interessant ist, dass ich 67 eine Ausstellung, der Zufall wollte, dass eine Ausstellung in Amerika hatte mit meinen figürlichen Bildern. Und diese Ausstellung, die war für mich ein großes Glück, weil sie für mich finanziell erstaunlicherweise sehr interessant war. Ich hatte zwei kleine Kinder, ich war schon verheiratet. Ich wohnte auf dem Lande und also die Existenzfrage stand auch immer im Raum und ich hatte diese Ausstellung, wie gesagt, in Amerika und ich konnte, Gott sei Dank, brauchte ich keine Bilder mehr zurücknehmen, weil die alle verkauft waren. Aber, das erzähle ich nur deshalb, so schön der Erfolg war, umso kritischer wurde ich, gerade weil es ein Erfolg war, weil die Leute nicht die Bilder erwarben, weil sie die Problematik oder das Interesse, diese Bilder zu machen, das haben die gar nicht gesehen, sondern die fanden die Landschaft schön, die konnten erkennen, was das ist und manche haben vielleicht auch an Deutschland gedacht und wollten irgendwie deutsches Motiv in Amerika bei sich an der Wand haben. Also mit anderen Worten, die Motivation zu sammeln lag ganz woanders als das, was mich persönlich interessiert. Und hier, das ist vielleicht auch euch interessant, da werde ich euch fragen, warum habt ihr das denn so in einzelnen Stücken gemacht? Und auch das da. Vorhin hat mich doch jemand gefragt, wer war das noch, ob ich das so auf einen Schlag male oder nicht. Das gilt zum Beispiel
Fotografie ist ja ein dünnes Material. Das heißt, die Monumentalität einer Arbeit wird in Frage gestellt durch die Empfindsamkeit des Materials. Also man sollte nicht immer glauben, dass etwas monumental daherkommt, wirklich monumental ist. Jetzt erkläre ich euch in drei Sätzen, warum ich diese Arbeiten ja so zerstückelt habe und dann nachher zusammengefasst. Das hat einen praktischen Grund gehabt. 1979 bekam ich einen Anruf aus der DDR. Und zwar gab es da einen jungen Galeristen, der eine Galerie am Prenzlauer Berg in Berlin hatte, und der rief mich an, ob ich nicht Lust hätte, bei ihm auszustellen. Und da sage ich, ja, was soll ich denn da machen und wie geht das denn mit dem Zoll? Das war ja alles sehr schwierig, alle waren so irgendwie, also das war eine heikle Angelegenheit. Die Bernd und Peter Becher haben da mal ausgestellt, das war natürlich für die einfach, die hatten einfach in ihrer Innentasche ein paar Fotos, die haben das in die Wand gebindet. Und ich wollte da große Arbeiten zeigen, ich dachte, wie kann ich das denn am besten machen? Und dann habe ich einfach so Bögen auf dem Boden in meinem Atelier gelegt und habe dann ja so große Geschichten entwickelt. Und dann konnte ich die hinterher ja zusammenlegen, ja einrollen und unterbringen, weil ich ging es dann beim Checkpoint Charlie über die in den Prenzlauer Berg. Eigentlich hätte der auch gar keine Galerie haben können. Das Interessante war, dass der Galerist, ich hatte früher als Kind, also vor längst nicht so viel Spielzeug gab wie heute, da gab es so kleine Stempelkästen, da konnte man so mit Gummi so kleine Buchstaben U und dann ein L reinsetzen und so weiter, da konnte man stempeln und drucken. Und da der aber seine Einladung nicht in einer DDR-Druckerei drucken lassen konnte, weil Papier war kostbar und was steckt dahinter? Darf der das überhaupt? Da hat er mit diesem Stempelsystem die Einladung gedruckt und verschickt. Ich habe so, und das war also unglaublich primitiv. Und der wohnte, der hatte eine Wohnung im zweiten Hinterhof am Prenzlauer Berg in der Dunkerstraße. Und er hatte eine Freundin, die wohnte im dritten Hinterhof. Ich weiß nicht, war die schon mal in Berlin? Ich hoffe ja. Ne? So, und dann ist er einfach zu seiner Freundin gezogen und seine Wohnung war dadurch frei. Und das war dann seine Galerie. So, und das hat mir nachher wirklich Spaß gemacht, diese Segmentierung. Thank you.